Ja, um ein Osterei zu bemalen, brauchen wir erstmal ein Ei. Ja, und unser Ei im heutigen Fall ist die MQB Evo-Plattform vom Volkswagen-Konzern. Ja, und in Wolfsburg wird das Ding anders bemalt als in Ingolstadt oder in der Tschechei oder in Spanien, wo Cupra herkommt. Hallo, ich bin der Kai von Autoscout und was haben wir heute dabei? Diesen Cupra 4Mentor. Cupra steht für Cup Racer und ist seit 2018 eine eigenständige Marke im VAG-Konzern und steht für Sportlichkeit, sagt Cupra. 4Mentor wiederum ist ein Teil auf Mallorca und steht für Treffpunkt der Winde, sagen die Mallorquiner. Ja, ob dieses Auto wirklich Wind macht, schauen wir uns heute an. Ach übrigens, der 4Mentor ist das erste eigenständig designte Modell von Cupra. Motorenmäßig geht es aktuell bei 150 PS los, 6-Gang Schalter und Frontantrieb. Nach oben hin sind es 310 PS, 7-Gang DSG und 4Drive. Ja, dazwischen gibt es diverse Varianten, unter anderem auch zwei Diesel-Varianten und zwei Hybrid-Varianten. Was fahren wir heute? Die 310 PS-Version. Glück gehabt. Ende 2021 wird es den 4Mentor mit einem 5-Zylinder-Motor geben. Wie geil ist das denn? 390 PS machen das Ding richtig schnell. Wo kommt der Motor her? Aus dem RS-Q3. Da leistet er 400 PS, hier nur 390. Trotzdem geht der 4Mentor schneller. Gewicht entscheidet. Kleiner Wermutstropfen, es werden nur 7000 gebaut und der Preis ist ab 45.000. Cupra betreibt natürlich auch Motorsport, deshalb steht im Pressetext im 4Mentor ganz oft Rennen oder Rennsport. Das ist natürlich in Bezug auf dieses Auto ein bisschen herbeigeschrieben, obwohl er wirklich sportliche Attribute hat. Zum Beispiel die offenen Lufteinlässe, die sehr flach bauende Karosserie, was ihm wirklich ein dynamisches Äußeres gibt. Und diese 19 Zoll Felgen. Sind übrigens immer 19 Zoll Felgen, gibt 5 verschiedene an der Art, die alle gut aussehen. Ja, und wer mehr Bremse will, gibt natürlich auch einen Stopper vom Brembo, den kann man dazu ordern. Definitiv die Schokoladenseite vom 4Mentor ist das Heck. Hier oben eine durchgehende LED-Leiste, sequentielle Blinker, echte Auspuffrohre. Herrlich. Das Kofferraumvolumen beträgt übrigens 420 Liter, umgelegt 1475. So, Kai sitzt hinter Kai. Was fällt sofort auf? Man sitzt ziemlich tief, was wirklich sehr bequem ist. Ich habe Platz nach vorne, Platz nach oben, wo wir gerade oben sind. Dieser schwarz-anthrazite Himmel sorgt natürlich dafür, dass es sehr sportlich aussieht. Design ziehen Sie hier durch. Leider ein bisschen billige Plaste. Vorteil wiederum, dunkles Griffstück, gestitchte Nähte. Das macht schon richtig was her. Ja, ansonsten haben wir hier eine dritte Klimazone, zwei USB-C-Anschlüsse, zwei Cupholder plus den kleinen, das kennt man aus anderen VAG-Modellen. Ja, und dann ist mir diese kleine Lasche hier aufgefallen, dann habe ich mich gefragt, wofür ist die? Na ja, gut, also wenn du die Rücksitzlehne umlegst und wieder hochklappst, verklemmt sich der Gurt hier hinter. Und damit das nicht passiert, hängt man die hier ein. Clever gelöst. Wenn es euch gefällt, abonniert den Kanal und liked das Video. So, weiter geht's. Ich glaube, an diesem Schlüssel kann man ganz gut erkennen, wie die Jungs von Cupra sich versuchen, von der Masse abzuheben im VAG-Konzern. Weil hier sieht er aus wie ein Golf 8 Schlüssel, dreht man den um, hat man natürlich diese wunderschöne Applikation drauf, die dem Schlüssel nochmal so ein bisschen den Touch gibt. Ja, und dieses Cupra-Kupfer zieht sich hier komplett durch, was den Innenraum richtig aufwertet. Und dann dieses Lenkrad, in meinen Augen zurzeit das Schönste, was im VAG-Konzern zu haben ist. Zumal hier zusätzlich unten zwei Knöpfe sind, einer ist Start-Stopp und auf der anderen Seite kann man die Fahrmodi einstellen. Beim Fahrmodi gibt es übrigens ein ganz normales Programm, da ist der so leise, da könntest du auch ein Wachdienst mit Ausrüsten auf dem Campingplatz. Da könnt ihr nachts seine Runden drehen, wird nicht weiter auffallen. Andererseits drückst du einen weiter, kommst du auf Sport oder noch einen weiter auf Cupra, dann rührt das Ding richtig schön vor sich hin, so mit Zwischengas, Ballern, wie man es so kennt. Also dieses berühmte Wolfsburger Furzen, jetzt aber aus Spanien. Dann dieses wunderschöne Display, in diesem Fall mit dem Drehzahlmesser. Auch hier haben sie wieder dieses Kupfer mit eingebaut, weil ab 6.500 Umdrehungen wird es nicht rot, sondern Kupfer. Also wirklich richtig schön. Ja, was ist sonst noch ein kleines Highlight? Natürlich hier Lenkradheizung ist ein Knopf. Den kann man übrigens auch über die Sprachsteuerung bedienen, also die Lenkradheizung. Und da haben wir lange überlegt, was ist das Zauberwort in diesem Auto, um die Sprachsteuerung zu aktivieren. Holla, holla. Wie kann ich helfen? Mach meine Lenkradheizung an.
Die Lenkradheizung ist schon an. Darauf muss man jetzt mal kommen. Holla, holla. Wirklich? Oh. Was möchten Sie tun? Ansonsten haben wir oben das Infotainment-System. Hier sage ich wieder mitgehangen, mitgefangen. Es ist besser geworden, aber immer noch in meinen Augen zu, ja, unintuitiv. Also es funktioniert nicht so, wie man sich das vorstellt. Man muss hier ein bisschen suchen. Klar kann man vieles über die Sprachsteuerung machen, das federt das ab. Auch viel inzwischen über das Lenkrad. Aber wie gesagt, hier haben sie noch Luft nach oben. Aber die Meinung ist ja subjektiv. Zumal sie hier unten auch die Sliderleiste mit übernommen haben, die wieder nicht beleuchtet ist, was schade ist. Was beleuchtet ist, ist diese LED-Leiste, die hier durchgeht. Die ist jetzt anscheinend auch bei allen VAG-Modellen in der Preisklasse Standard. Hat natürlich seine Vorteile. Also wenn du die Warnblinkanlage anmachst, hast du natürlich hier das Leuchten drin. Beziehungsweise zum Beispiel, wenn der Blindspot-Assistent kommt oder du eine Auffahrwarnung hast, dann erinnert dich das natürlich optisch nochmal richtig cool daran. So, dann haben wir die Mittelkonsole. Hier unten natürlich induktives Laden, sehr cool gelöst. Zwei USB-C-Anschlüsse. Hier oben diese schmale Ablage, wo man den Schlüssel reinlegen soll. Der Wählhebel, das funktioniert wirklich absolut intuitiv. Einen sehr kleinen Cupholder, eine große Wasserflasche passt hier nicht rein, aber auch nicht weiter wild, kann man hier drüben reinmachen. Ja, dann nochmal einen kleinen Cupholder oder was immer das sein soll. Und dann hier die Ablage mit einer 12-Volt-Quelle. Was haben wir hier? Sportsitze, die sind immer serienmäßig, wirklich mega bequem, fühlt sich richtig rein sportlich an. In diesem Fall mit Stoff, gibt es auch mit zwei Ledervarianten. So, dann haben wir jetzt hier die Beats Audio-Anlage drin, die auch richtig scheppert. Ja, ob das Auto auch richtig scheppert, gucken wir uns jetzt bei einer Probefahrt an. Will sich natürlich der Formentor Cupra ein bisschen von den anderen Autos unterscheiden. Wodurch tut er das? Individuelle Fahrprogramme haben sie alle. Wir haben einmal ganz klassisches Komfortprogramm, wir haben Individualprogramm, Offroad-Programm, dann das Sport, aber das reicht nicht, da wird noch einer draufgesetzt. Da gibt es das Cupra-Programm. Gehen wir jetzt mal drauf, zack, zack, zack. So, und man hört, merklicher wird lauter. Genau, trampelt besser durch, dreht mehr aus. Also besser durchziehen tut er natürlich nicht, weil selbe Leistung, aber er hält zum Beispiel jetzt die Gänge. Wäre es vom Gas gegangen, tourt ganz normal im Gang runter, in der Erwartung, dass er gleich wieder ein kleines Anstößerchen kriegt. Und was er natürlich auch macht hinten, einmal nach Brezeln, also Zwischengas geben. Ja, das Fahrwerk wurde von Matthias Ekström abgestimmt oder mit Matthias Ekström zusammen. Der fährt für Cupra in der Formel Cupra E und ist wirklich ein guter Rennfahrer. Ich glaube, der hat Ahnung, was er da tut, weil man merkt das ein bisschen, dass dieses Auto sich doch sehr ambitioniert sportlich fährt. Gerade im Sport und im Cupra-Programm wedelt der doch richtig schön gut durch die Gasse, kommt gleich mit dem Heck, was wirklich eine sportliche Auslegung ist, was so das Gefühl gibt, dass das Auto wirklich mehr will, als es vielleicht sogar kann. Natürlich ist dieses Ei aus dem VAG-Konzern. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil so toll, wie der gezeichnet ist, den kann man sich ruhig eintreten. Ja, wenn ihr jetzt sagt, ich gehe jetzt zum Händler, wie lange muss ich warten? 30 Tage, weil Cupra verspricht, 30 Tage später steht das Auto bei dir vor der Tür. Ja, wenn es euch gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Euer Kai. Ciao.